Gestern haben sie einen Imam auf der Straße erschossen. Na los, verschwinde! Ihr Kloster braucht militärischen Schutz. Solche Gewalttaten werden sich wiederholen. Mein Entschluss steht fest. Ich muss ablehnen. Und was machen wir, wenn sie ins Kloster kommen? Lassen wir uns lächelnd umbringen? Das ist das Risiko. Warst du schon mal verliebt? Aber ja, mehrfach sogar. Aber dann habe ich eine Liebe erfahren, die noch viel stärker war. Und dieser Liebe bin ich gefolgt. Unser Dorf steht und fällt mit diesem Kloster. Warum wollt ihr fortgehen? Wir sind wie Vögel auf einem Baum. Wir wissen nicht, ob wir weiterziehen. Die Vögel sind wir. Ihr seid der Baum. Ich bin nach wie vor noch wirklich beeindruckt von diesem Film. Ich habe Menschen erlebt, die eine Botschaft glaubwürdig rüberbringen und glaubwürdig zeigen, dass Menschen für andere da sein können, die in schwierigen Situationen und den Kampf wissen, auch um ihr Leben fürchten müssen, die aber dann trotzdem dabei bleiben. Wir sind dazu angetreten, bei diesen Menschen zu sein und wir lassen in schwierigen Situationen die anderen nicht allein. Wir zeigen die Solidarität bis zum Letzten. Ja, ich stehe noch ganz unter dem Eindruck des Filmes, bin irgendwie innerlich auch noch zitterig, weil ich merke, dass mich diese inneren Dialoge, aber auch die Dialoge unter den Brüdern sehr berührt haben. Aber vor allen Dingen die inneren Dialoge, was so in der Nacht passiert ist, in den einzelnen Zimmern, die inneren Auseinandersetzungen, das Bestehen der dunklen Nacht, das ist für mich in dem Film ganz wunderbar zum Ausdruck gekommen. Mich hat besonders bewegt die Auseinandersetzung zwischen den Männern und auch die Auseinandersetzung in den einzelnen Brüdern und Mönchen, einfach zu sehen, diesen Weg, den die gegangen sind. Das ist mit dem Wort Ringen, das hat da Leben gekriegt. Also das ist existenziell geworden, dass diese Leute sich das nicht, dass die Brüder sich das nicht einfach gemacht haben, einfach da zu bleiben und zu sagen, wir gucken jetzt dem ins Auge, was uns entgegensteht, sondern dass die wirklich im Innersten angefragt waren und wie die das geschafft haben, aus ihrem Glauben raus auch nicht gegen ihre Zweifel, sondern durch ihre Zweifel durchzugehen. Und das fand ich äußerst bewegend, also hat mir gut gefallen. Ich habe vorher über den Film gelesen, dass er sehr ruhig ist und im Grunde relativ wenig passiert. Dann fragt man sich, über 2 Stunden, ist das ein langweiliger Film? Und das Gegenteil ist der Fall. Man wird also doch fasziniert und schaut gebannt auf diese Bilder. Man trägt im Kloster keine Waffen. Wenn Sie mit uns sprechen wollen, müssen Sie sie draußen vor dem Eingang lassen. Bitte. Ich trenne mich aber nie von meinem Gewehr. Dann folgen Sie mir bitte. Wir reden draußen weiter. Ja, ich glaube, der Reiz des Films besteht eben genau darin, dass er nicht plakativ mit einer religiösen Botschaft missionarisch daherkommt, sondern eben das Leben dieser Brüder und Mönche, die ja so gelebt haben, zeigt und dadurch so eine ganz eigene emotionale Qualität auch hat. Insofern ist der Film jedem zu empfehlen, der sich darauf einlassen möchte. Es ist ein Film, der nachdenklich macht und es ist trotz dieses harten Ausganges, dass die umgekommen sind, ein Film, der Hoffnung macht. Dass Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit größer sind als Terrorismus und dass es Menschen gibt, die dem widerstehen und damit auch das durchtragen, ihre Botschaft treu bleiben und zeigen, wir sind Menschen, wir dürfen Hoffnung haben, wir wollen einander helfen und wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen von denen, die alles zerstören wollen. Ich fürchte den Tod nicht mehr. Ich bin ein freier Mensch.